Ich hoffe, meine Malerei wird bleiben, ohne Krakelé. Vor den jungen Malern des Jahres 2000 möchte ich mit den Flügeln eines Schmetterlings erscheinen. Im Vordergrund ein Geländer mit vertikalen Stäben. Im Mittelgrund rahmen zwei Wandflächen ein großes Fenster. Hinter dem Fenster öffnet sich eine farblich abgestufte Landschaft. Eine hellgrüne Fläche, sicherlich eine Hecke. Eine Fläche in lebhaftem Gelb, die Mimosen. Links unten sind Häuser in die Vegetation eingebettet. Im Hintergrund erkennt man weitere verstreute Anwesen. Den Abschluss der Landschaft bilden Berge und ein winziger Himmelstreifen. Atelier mit Mimosen ist ein quadratisches Gemälde von 1,27 Meter Seitenlänge. Pierre Bonnard entdeckt das Licht der Côte d'Azur um 1909. Es ist eine Offenbarung für ihn, ein Traum aus Tausend und einer Nacht. Er macht fast in jedem Jahr dort Station. In Saint-Tropez, wo er Signac besucht und mit ihm aufs Meer hinausfährt, in Antibes, von wo aus er sich zu Renoir nach Cagnes begibt, in Grasse, in Cannes und schließlich in Le Canet, oberhalb von Cannes. Im Februar 1926 ist Bonnard 59 Jahre alt. Er kauft in Le Canet in der Avenue Victoria ein kleines Haus auf dem Gipfel einer stark abschüssigen, terrassenförmigen Anhöhe. Bonnard renoviert das Haus, das den Namen Le Bosquet trägt, und macht es zu einem behaglichen Heim. Mit den grünen Fensterläden und der rosa verputzten Fassade wirkt es bescheiden. Aber von der oberen Terrasse aus fällt der Blick auf ein gewaltiges Panorama. Die geschwungene Bucht von Cannes, die heute teilweise von Bäumen verdeckt ist, der Gebirgszug Esterel, die Hänge, die zur Stadt hin abfallen. Ab 1939 verlässt Bonnard Le Canet nur noch bei seltenen Gelegenheiten. Er malt dort während des Zweiten Weltkrieges das Atelier mit Mimosen. Er überarbeitet es mehrmals und beendet es 1946 im Laufe eines Aufenthalts in Fontainebleau bei seinem Neffen Charles Terrasse. Im Januar 1947 stirbt der Maler in Le Canet. 1978 erstand das Nationalmuseum für moderne Kunst, das in Familienbesitz befindliche Bild. Man redet stets von Unterwerfung unter die Natur, aber es gibt auch eine Unterwerfung unter das Bild. Le Bosquet, ein häufiges Sujet in seinen Bildern, und die Landschaften in der Umgebung dienen als Motive für 283 seiner Werke. Landschaft bei Le Canet. Gewitterhimmel über Cannes. Auch der Garten ist eine reiche Inspirationsquelle. Blühender Mandelbaum. Das letzte Bild von Bonnard. Ein großes Esszimmer öffnet sich durch eine Fenstertür auf die Terrasse. Der Maler zeigt es bei Nacht wie bei Tag. Die Vorbereitung der Mahlzeit. Beim weißen Schrank sind die Anordnung seiner vier Türen und das künstliche Licht Quelle der ungewöhnlichen Wandlungen eines vertrauten Raumes. Der Maler tritt näher heran, der Schrank wird rot. Das elektrische Licht fällt auf die kleinen Scheiben, daher rühren die Vertikalen. Ein optisches Geheimnis, das nur durch eine Ortsbesichtigung entschlüsselt werden kann. Es ist, als ob Bonnard beweisen wollte, dass selbst der kleinste Winkel immer auch ein Stück Absonderlichkeit birgt. Auch das Bad dient als Dekor für etwa 20 Bilder. Stehender Akt. Ausstieg aus der Badewanne. Akt in der Badewanne.
Das Modell ist in allen Fällen Marthe Bonnard, die seit 1893 mit dem Maler zusammenlebt. Die zierliche Kindfrau mit dem zarten, schlanken Körper war Sujet von 384 Gemälden, darunter 147 Akte. Schließlich das Atelier. Bonnard hat es im nördlichen Teil des Hauses anlegen lassen. Ein trapezförmiges Zwischengeschoss, von einem Geländer begrenzt und über eine kleine Treppe zu erreichen, erhebt sich über einem rechteckigen Raum. An einer Seite dieses unteren Teils des Ateliers befindet sich ein großes Glasfenster, in vier Vertikale unterteilt, dessen mittlerer Teil sich öffnen lässt. Es weist auf die Nachbargärten und das Hinterland von Cannes. Im Dach ein weiteres Fenster. Diesen Raum hält Bonnard 1932 in einem ersten Bild fest, dessen Verbleib heute unbekannt ist. Dann in einer Lithografie. Und schließlich im Atelier mit Mimosen. Bonnard bearbeitet ein Motiv nie in der Manier der Impressionisten. Natürlich versucht er, das Licht einzufangen wie Monet oder die Stimmung wie Cézanne. Aber er hütet sich vor einem zu engen Kontakt mit dem Sujet. Er will einzig mit der Zeichnung sowohl die Linien und Formen als auch die Lichter und Farben eines idealen Augenblicks festhalten. Seine Notizbücher sind erhalten geblieben. Jeden Tag findet sich ein kurzer Eintrag zum Wetter. Für den Maler war das eine Möglichkeit, sich ein Licht, eine besondere Atmosphäre zu merken. Manchmal ist aufgelistet, was zu besorgen ist. Vor allem finden sich Unmengen kleiner Skizzen. Ein Thema taucht auf und entwickelt sich mit der Zeit. Das weiße Interieur von März 1929 bis März 1932. Beim Ankleiden von Februar bis Dezember 1932. Und häufig sind kurze Überlegungen zur Malerei notiert. Große Formen selbst in kleinen Formaten. Bonnard benutzt weder Staffelei noch Rahmen. Er kauft seine Leinwand in Rollen, dann schneidet er ein Stück aus und befestigt es mit Heftzwecken an der Wand des Ateliers. Er will nicht eingeschränkt sein durch die vorgefertigten handelsüblichen Formate. An der Wand sind mehrere Leinwände befestigt, an denen der Maler abwechselnd arbeitet, im Stehen oder unter Zuhilfenahme einer Trittleiter. Der einzig solide Grund des Malers sind die Palette und die Töne. Die Leinwand ist mit einem hellen Präparat zwischen Weiß und Blaugrau grundiert, einer Nuance, die in zahlreichen kleinen Zwischenräumen sichtbar wird. Das gesamte Gemälde ist in lichten Tönen und leichter Pinselführung komponiert. Die Sprossen der Glaswand sind mit einem sehr flüssigen Pinsel dünn in Schwarz aufgetragen, sodass die Struktur der Leinwand durchscheint. Anschließend werden diese Striche mit Blau und Weiß bearbeitet. Die Mauer rechts ist aus mehreren Farbflächen komponiert, die sich manchmal an den Rändern mischen. Purpur, Neapelgelb, Zinnober, Blaugrau, Rosa, Gelb. Auf der linken Seite geben etwas dickere Schichten die körnige Struktur der Wand in einem Purpurton wieder. Daran schließen sich vertikale Farbabfolgen an. Ockergelb, Smaragdgrün, Orange, Rot, Zitronengelb, Ultramarinblau, Schwarz, Graugrün. Diese fließend ineinander übergehenden Farben erwecken den Eindruck eines sanften Wogens. Eine zeitgenössische Fotografie zeigt, dass es sich bei diesem Detail um eine handelt. Die im Vordergrund sichtbare Fläche stellt einen kleinen, kannelierten Tisch dar, der mit Bambus eingefasst ist.
Er wurde zunächst schwarz konturiert und dann in einer Mischung aus Orange, Ockergelb, Rot und Purpur wiedergegeben. Die Hecke setzt sich aus dunkelgrün, hellgrün und mit etwas braun versetztem Gelb zusammen. Für den Bereich der Mimosen hat Bonnard den hellen Grund zunächst mit Grau und Blassgrün eingedunkelt und dann Zitronengelb, vermischt mit Grün und Blau, aufgetragen. Bei den lichtesten Partien erreicht das Grün größere Fülle mit einigen leichten schwarzen Akzenten, die die Zweige andeuten. In einem Ausschnitt der Mimosen erinnert ein Dachfragment an die kleinen verborgenen Personen in den volkstümlichen Bilderrätseln. Diese Zone ist ein Fokalisationspunkt oder Schwerpunktzentrum des Gemäldes. Sie zerstört die Uniformität der grünen und gelben Glasfläche, zwingt das Auge, sich anzupassen, um die Tiefe zu ermessen, und verstärkt durch ihren Kontrast den Glanz der gelben Mimosen. Ohne sie würde das Gemälde an Kraft verlieren. Die Häuser in der Landschaft sind in Schwarz angedeutet. Weiße Kontraste bilden die Fassaden. Die Dächer sind durch rote Tupfen auf Gelb oder manchmal auch umgekehrt wiedergegeben. Aus der Ferne ist die Wirkung orange. Das Laubwerk ist vielfach variiert. Kieferngruppen mit hellgrünem Geäst, eine Mischung aus unterschiedlich dichtem Grün und Blau, weiße Reflexe, kleine hellbraune Tupfen, vielleicht Kiefernzapfen. Das Hinterland ist mit rautenförmiger Pinselführung in Blau oder verdünntem Ziegelrot dargestellt. Die Mimosen schließlich stellen den Maler vor eine regelrechte Herausforderung. Zunächst winzige, gelbgrüne, kugelige Büschel entfalten sich die Blumen dann zu üppigen, federigen Bällen in lebhaftem Gelb, die das Auge kaum zu erfassen vermag. Bonnard gibt sie mit zarten, pulverigen, verfließenden Pinselstrichen wieder. Der Pinselduktus ist glatt, bruchlos und kontinuierlich im Innern des Ateliers. Rau, kontrovers und diskontinuierlich im Außenraum. Das Ensemble ist sehr matt. Das Gemälde ist eine Abfolge von Farbflecken, die sich miteinander verbinden und schließlich das Objekt bilden. Das Stück, über das der Blick ungehindert schweifen kann.